Liebe Kameraden, voriges Jahr hatte ich schon die Ehre, hier zu berichten von unserer Arbeit in Rathenow. Das gute Echo hat Günter Deckert bewogen, mich diesmal zu dem Redner einzuteilen. Also das ist für mich eine ganz besondere Ehre. Ja. Bin ich nicht genug am Mikro? Mikrofon höher. Also doch höher. Oder weiter nach vorne. Nein, nein, ich gehe lieber ran. Ich hatte für den Vortrag die Überschrift erdacht, ein alter Deutscher erinnert sich. Dann sah ich im Fernsehen vor kurzem ein Porträt von Friedrich Dürrenmatt. Und da gefiel mir eine Aussage, die er über Autobiografien machte, ganz besonders, die möchte ich Ihnen vorlesen. Es ist immer wieder versucht worden, sein eigenes Leben zu beschreiben. Ich, also Dürrenmatt, halte das Unterfangen für unmöglich, wenn auch verständlich. Je älter man wird, desto stärker wird der Wunsch, Bilanz zu ziehen. Der Tod rückt näher, das Leben verflüchtigt sich. Indem es sich verflüchtigt, will man es gestalten. Indem man es gestaltet, verfälscht man es. So kommen die falschen Bilanzen zustande, die wir Lebensbeschreibungen nennen. Manchmal große Dichtungen. Die Weltliteratur beweist es. Leider oft für wahre statt für kostbare Münze genommen. Ich finde es sehr gute Worte zu dem Thema Autobiografie. Noch ein Wort von Dürrenmatt. Das Sein, wir fragen uns ja oft, welchen Sinn hat das alles? Das Sein hat keinen Sinn. Aufgabe des Menschen ist es, ihm einen Sinn zu geben. Zu diesem Spaziergang durch meine 80-jährige Biografie hatte ich einige Stichworte notiert. Geburt 18.09. Diedersweiler Freudenstadt Schwarzwald. Einschulung in Zitschewig bei Radebeul bei Dresden. Wenn Papi auf Urlaub kam, auf meinen Vater werde ich dann noch zu sprechen kommen. Wie mein Vater das Deutsche Kreuz in Gold bekam. Darüber will ich erzählen. Die Brüder meiner Mutter, der 20. Juli 1944, mein Onkel Eberhard. Eberhard ist der jüngere Bruder meines Vaters, der in Budapest 1945 gefallen ist. Dresden. Der 13. Februar 1945, das Kriegsende in Annaberg, Bomben, Tiefflieger, Schlangen. Das erste Mal wieder in Dresden 1946. Der 17. Juni 1953 im Erzgebirge und in Dresden. Abitur im Blauhemd, der FDJ. An der Johannes-Erbecher-FDJ-Oberschule in Annaberg. Wir waren also ein ganz hochgestochener Verein. Forstfacharbeiterlehrling in Olbernhau. Ich wollte unbedingt Förster werden, nicht Arzt. Das kam erst später. Der Ungarnaufstand 1956. Die Verhaftung durch das MFS am 13.11.61. Und dazu drei Stasi-Worte. Ein Vernehmer sagte mal zu einem Untersuchungshäftling, wir können jedem auf der Straße greifen,
wir haben immer den Richtigen. Oder Mielke selber, wir wissen viel, wir müssen alles wissen. Ein verhafteter SED-Genosse, der gegen den Vernehmer protestierte und gegen die ganze Sache da in der U-Haft, ja. Ich werde mich beschweren, hatte der U-Häftling gesagt. Darauf der Vernehmer, ach, Sie wollen sich über mich beschweren? Tun Sie das. Über mir ist nur der Himmel. U-Haft in Hohenschönhausen, Neustrelitz, Bezirksgericht Neubrandenburg, nach der Verurteilung 2,5 Jahre Zuchthaus, Justizvollzuganstalt in Altstrelitz, ein ganz süßer, gemütlicher Knast in Mecklenburg, dann mit dem Grotewohl-Express ins gelbe Elend nach Bautzen. Auch nach der Entlassung weiter in Obhut des MFS, Obhut natürlich in Gänsefüßchen. Facharzt 1965, staatliche Arztpraxis in Grüntal, Kreis Eberswalde. Die schönen Urlaube auf dem Dass und im Erzgebirge. 1974 der Umzug nach Rathenow. 76 der Entschluss zur Republikflucht. 78 am 15. Januar die Flucht über die A9 von Niemek nach Trewitz mit Fluchthelfern. Der Beginn im Westen. Formulare, Formulare, Formulare. Wir waren in einer Pension untergebracht, weil die fünfköpfige Familie nicht bei meinen Eltern alles untergebracht werden konnte. Der Pensionsinhaber überreichte mir am ersten Frühstück die Nationalzeitung. Das war ein wichtiger Moment. Ich hatte da so eine örtliche Zeitung, Haskau-Bote, und drin geblättert. Nein, sagte er, Herr Doktor, nehmen Sie diese hier. Da ist die Wahrheit drin. Und ich muss sagen, ich lese noch heute gerne die Nationalzeitung. Und manche Rede, die wir in Rathenow verzapfen, stammt von da oder von der deutschen Stimme. Ja. Dann, ab 1. April 1979, also ein Jahr danach, Landpraxis Wiesthal im Spessart, Mitglied der CSU, Mitglied der DVU, nicht Mitglied der NPD. Und zwar deshalb, weil ich mich über das Verhalten der NPD gegenüber Günter Deckardt sehr geärgert hatte. Die Lesertreffen mit Udo Valenti im Odenwald. In Friedrichroda habe ich Günter Deckardt dann persönlich kennengelernt. Manfred Röder auf dem Knüll habe ich besucht. Die Gästewoche von Lisbeth Krolitsch und Herbert Schweiger habe ich mehrmals besucht. Das waren wunderschöne Tage. Ganz erschüttert hat uns Tendelmann 89. Ich hatte die Grenzöffnung verschlafen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass das den Abend passierte. Am nächsten Tag, früh begann das immer mit dem Hundegang, dann saß ich am Frühstückstisch und da erzählte mir mein Sohn, was los war, schaltete den Fernseher ein und wir sahen die Bilder, wie die Menschen hin und her gingen. Es war unbeschreiblich. Noch heute, Sie merken es ja nicht, war reißt ein das hin und her. Am 3. Oktober 1990 war ich mit guten Freunden, die auch im Knast waren, vor dem Reichstag und habe dort die Verkündigung der Einheit miterlebt. Seit 2002 bin ich im Ruhestand. Sie merken es, etwas unruhiger Ruhestand. Seit 27. Oktober 2015 haben wir in Rathenow mit den Demonstrationen gegen die verbrecherische Politik von Merkel und ihren Spießgesellen begonnen. Und diese Demonstrationen halten noch an. Allerdings muss man sagen, als wir begonnen haben im Oktober 2015, war der größte Platz in Rathenow, der Märkische Platz, schwarz von Menschen.
Wir haben über 1000 geschätzt. Es waren schätzungsweise 26 Mannschaftswagen von der Polizei da, abgesehen von einigen Streifenwagen, die auch noch da waren. Also ein Riesenaufgebot. Übrigens zur Polizei. Die Stadt hat uns die Lampen ausgemacht. Ja. Lampen? Ja, die Straßenlampen. Ja. Sodass die Versammlung ins Dunkle gesetzt werden soll. Die Stadt hat uns die Stufen, die zum Kulturhaus raufführten, vor dem wir uns versammelten, mit Baugittern, also solchen Maschendrahtgittern, ja, versperrt. Und wir haben die ersten Ansprachen von drei aufeinander geschichteten Paletten ausgehalten, um etwas aus dem Boden herauszukommen. Und dann sagte zum Schluss der Redner, jetzt macht ihr alle eure Handylampen an, so wie in Dresden, damit es hier hell wird auf dem Platz. Und stellt euch vor, die Polizei war ja mit großer Technik auch da und dazu gehörte auch so ein Lichtmast. Ich weiß nicht, wer das von der Feuerwehr her kennt. Wenn irgendwo ein großes Unglück ist, da können die also so ein Ding ausfahren, wo, was weiß ich, 20 Scheinwerfer drauf sind. Und die Polizei fuhr also diesen Lichtmast aus und beleuchtete uns. Und dann sangen wir das Deutschlandlied. Erster Vers, zweiter Vers, dritter Vers. Und das singen wir seitdem jedes Mal. Ja, durch diese Aufzählung, die schon eine Viertelstunde in Anspruch genommen hat, werden Sie verstehen, dass es sehr, sehr viel Stoff gibt. Ja. Über die Haftzeit gibt es ein 6-stündiges Zeitzeugen-Interview auf DVD. Der Sascha Wagner hat es von mir, auch andere Freunde und Bekannte haben es von mir. Wer das haben möchte, der wendet sich an mich, dem schicke ich das. Er schickt es mir dann wieder zurück und dann kann sich das jeder ausführlich angucken. Ich möchte Ihnen etwas ganz Besonderes bieten. Und zwar dieses, was ich hier in der Hand halte, ist der 8. Band des Kriegstagebuchs meines Vaters. Und ich möchte Ihnen aus diesem Original-Kriegstagebuch vorlesen, warum und wie er das Deutsche Kreuz sich verdiente. Er war zu Beginn des Krieges im Polenfeldzug, dann an der belgischen Nordseeküste, Grenzwache, Küstenwache, wurde dann vor Beginn des Russlandfeldzugs an die Grenze gebracht und hat dort vom 22. Juni 1941 bis zum 8. Mai 1945 seine Tätigkeit bei der Truppe, er war Arzt, Truppenarzt, an der Ostfront, erst im Mittelabschnitt, dann auf der Krim, dann oben vor Leningrad am Ladogasee und dann im Kurlandkomplex. Und dieser Bericht hier beginnt am 30. Januar 1944. Die Kurlandarmee war ja um ein großer Komplex, der ständig von den Russen angegriffen wurde. Es hat 6 Kurlandschlachten gegeben. Aber die Kurlandarmee ging unbesiegt am 8. Mai in Gefangenschaft. Und der russische Kommandeur war so ritterlich, dass er die Truppe vor dem kommandierenden General Schulze, einem Baltendeutschen, vorbei marschieren ließ und erst danach legten sie die Waffen ab. So viel zu Kurland. Ja, ich fange an. 30. Januar 1944. Früh kommt von Oberst Niemann, Kommandeur des Artillerieregiments 24, also mein Vater war bei der Infanteriedivision bei der 24. und da hat die Artillerie, das Artillerieregiment die gleiche Nummer, nicht wahr? Um zu melden, dass unser Artillerieregiment der 12. Panzerdivision unterstellt worden ist und mit der über Luga zu einem Angriff nach Südosten marschiert.
Auch die Panzerjägerabteilung ist durch die Armee vereinnahmt worden. Oberst Niemann bringt noch eine bedeutsame Meldung für uns. Er hat vom Zug aus etwa 100 Russen in Uniform seitlich der Bahn beobachtet. Er verabschiedet sich dann und fährt zurück. Zurück in das noch deutsch beherrschte Gebiet. Bald darauf greift der Russe von Osten an. Er schießt mit Pack. Die Infanteriegeschütze haben fast alle Munition verschossen. Es kommt zu einem Einbruch beim 3. Bataillon des Grenadierregiments 32. Zu der Division gehörten drei Regimenter, 102, 32 und 31. Das 2. Bataillon vom Grenadierregiment 32 unter Hauptmann Neubert verbreitet sich auf Befehl nach rechts und besetzt dabei den mittleren Bahndamm in der Nord-Süd-Linie. Rechts soll dann das zurückgegangene 3. Bataillon sich anschließen. Das Pionierbataillon soll ebenfalls hinter diesem Bahndamm bereitstehen. Da der Russe aber stark nachdrängt, gerät das Pionierbataillon entgegen der Absicht des Generals in den Kampf und ist dadurch gebunden. Das Grenadierregiment 31 wird von rechts umfasst zum Gegenangriff angesetzt. Auch vom Norden ist der Feind herangekommen und greift jetzt an. Das Bataillon Neubert gerät in eine schwierige Lage, hält aber. Der Gegenangriff vom Grenadierregiment 31 kommt nicht voll zum Tragen, da sie im Sumpfwald die Orientierung verloren haben. So muss die Absicht, die Ostspitze wieder zu nehmen, aufgegeben werden. Die HKL wird auf die Mittellinie zurückgenommen. Dieser Verlauf ist bedenklich, weil ein erneuter Einbruch jetzt vernichtende Folgen haben würde. Also Sie können sich das so vorstellen, wenn das hier die Frontlinie war, zieht sich in dieser Ost-West-Linie die Bahnlinie. Der Russe drückt auf der Bahnlinie, auf der die deutschen Truppen sich vorher zum gegenwärtigen Zeitpunkt zurückgezogen haben. Und er drückt nicht nur hier, sondern er umfasst auch von da und von dort. Das Schlimmste ist der Munitionsmangel. Auf dem Marsch konnte nur wenig mitgeführt werden und der Versorgungszug hat auch nur ganz wenig gebracht. Munition war für heute früh zugesagt, ist aber nicht eingetroffen. Vielleicht wegen der eingesickerten Feindkräfte in unserem Rücken. Merkwürdig ist, dass die Eisenbahntelefonleitung noch nicht unterbrochen ist. Der General meldet dem Korps, dass wir ohne Munition nicht halten können. Der General, von dem hier immer die Rede ist, ist der Divisionskommandeur General Wersock, mit dem mein Vater noch lange freundschaftlich auch nach dem Krieg verbunden war. Der war dann in Aachen, inzwischen ist er auch gestorben. Mein Vater, um zu erklären, warum er hier so einen Überblick hat, war zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Divisionsarzt. Der Divisionsarzt war in Urlaub und mein Vater, der sonst Regimentsarzt war, vertrat ihn. Er war Oberstabsarzt zu diesem Zeitpunkt. Als der General schlägt den Rückzug mit Rücksicht auf die Nutzlosigkeit des großen Sumpfgebiets und auf den Gegner in unserem Rücken vor, ausweichen auf die Linie der 11. Infanteriedivision und Anschluss bei Soasnoje am Oblinskaja See vor. Das Verschlüsseln und Durchgeben des Spruches dauert lange. Der Russe schießt mit leichtem Geschütz. Verwundete kommen an. Die Truppenärzte schicken sie zu mir. Wohin sollten sie auch sonst? Ich habe aber auch meine Not. Ich bin ganz ohne Hilfe und soll nun allein mit meiner Person eine Art Hauptverbandsplatz herstellen. Ich belege den Gefechtsstand der Pioniere, hole etwas Stroh, 4 liegende Verwundete kann ich hineinbringen in einen Raum, der ist dann aber voll. Er ist nur 2x2 Meter groß. Ich lasse Assistenzarzt Wellner
Assistenzarzt, das entspricht dem Leutnant, von der Nachrichtenabteilung kommen. Damit ist wenigstens ein Sanitätsoffizier mit Tasche und Morphium da. Die übrigen Verwundeten sitzen im Divisionsgefechtsstand oder die meisten liegen im Freien. Es ist 30. Januar in Russland. Was das heißt, können Sie sich vorstellen. Ich führe eine Streichliste über die Zahl der Liegenden und Sitzenden. Schön ist diese Art der Versorgung nicht. Vom Korps kommt ein Funkspruch, Munition wird zugesagt. 24. Infanteriedivision weicht kämpfend unter dauerndem Hinhalten des Feindes nach Süden auf Oredesch in mehreren Tagen aus. Versorgung durch die Eisenbahn von Oredesch. Dieser Plan ist undurchführbar. Die Versorgung durch die Eisenbahn von Oredesch ist unmöglich, da nicht nur die Schienen, sondern auch sämtliche Brücken und Durchlässe dieser Strecke schon gesprengt sind. Nicht von uns, von den Russen, Partisanen. Wir können auch keine Fahrzeuge mitnehmen. Akjas haben wir nicht. Akjas, das sind so wie lange Schüsseln, ja, wo die Verwundeten drin liegen konnten. Also können wir weder ausreichend Munition noch Verpflegung mitnehmen. Demnach können wir den Russen auch nicht aufhalten, sondern wären nur die Gejagten. Dazu soll der Feind im Süden schon auf Oredesch vorgehen. Der General gibt eine entsprechende Antwort an das 16. Armeekorps. Die Rufe der Truppe nach Munition werden immer dringender. Ein paar Schuss Gewehrmunition, die ich in der Unterkunft der Eisenbahner gefunden habe, habe ich in der Tasche herumgetragen. Sie sind jetzt ein kostbares Geschenk. Endlich kommt ein Spruch vom Korps. 24. Infanteriedivision setzt sich mit hinhaltendem Widerstand in zwei Gruppen nach Westen ab. Rechte Gruppe hält Siedlung Novinka bis 31.01. Absetzen über Novinka, Chelota, Lugi. Linke Gruppe setzt sich am 30.01. abends ab und folgt der Bahnlinie nach Westen. Nächste Stellung, Tscheschka, Barikan, Sachalin, Bereich Anosnev, Saosnia. Ist möglich, bis 1. Februar zu halten. Der General befiehlt. Rechte Gruppe ist Grenadierregiment 31, rückt mit Masse nach Dorf Novinka und sichert mit einem Bataillon die Siedlung Novinka gegen Süden, Osten und Norden ab. Ein Melder kommt. Versorgungszug 1 Kilometer von hier eingetroffen. Gut. Der General befiehlt, Zug fährt mit ganz wenig Dampf so geräuschlos wie möglich ein. Sofort Munition und Verpflegungsempfänger der Truppe herbefehlen. Erler verlädt die Verwundeten. Der Zug kommt leider, hat er nur 4000 Schuss Gewehrmunition mit. Das ist sehr, sehr wenig. Verpflegung bringt er so viel, dass wir das meiste zurückgeben. Auf meine Anforderung bringt er auch Verband und Arzneimittel, besonders Verbandpäckchen mit. Die Truppenärzte empfangen bei mir. Die Wagen habe ich schon gezählt. Mit dem Zug ist Oberleutnant Wollner, der 1b, mitgekommen. 1b ist ein Stabsoffizier der Division. Der Zug ist unterwegs beschossen worden. Die Zugwache, Eisenbahnpioniere, haben mehrere Tote und Verwundete. Oberleutnant Horn ist leicht verwundet. Nach der Beendigung der Verpflegungs- und Munitionsausgabe beginne ich mit Verladen. Eingeteilt habe ich im Geiste schon, aber es gibt trotzdem Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Ich habe keine Träger und muss mir Leute schnappen, die gerade herumstehen. Es gibt nur einen Gehwagen, also Gehwagen ist der geschlossen ist. Sonst sind es O-Wagen und R-Wagen. O-Wagen, die sind ganz offen und R-Wagen, die haben nur Rungen, also wo man bei uns hier Baumstämme transportiert. Den auf den zweiten O-Wagen, danach den dort verladen, ja. Aber die Leute haben, wie ich wiederkomme, nur einen verladen
und haben sich dann wieder verdrückt. Ich verlade die schwersten Fälle in den Gehwagen. Da haben einige hinten wieder einen Laden einige hinten wieder einen R-Wagen ab, um die Verwundeten in den Gehwagen zu bringen. Der General will Meldung haben, ob ich bald fertig wäre. Als ich soweit bin, fällt mir ein Stein vom Herzen. Alle Verwundeten verladen, melde ich dem General. Ich hatte schon vorher alle Bataillonsärzte angerufen, sofort alle Verwundeten herzubringen. Der Zug fährt ab. Hoffentlich kommt er noch durch. Dass die Russen nicht die Schienen gesprengt haben oder den Zug abschießen. Man kann sich vorstellen, ja, wie die Situation ist. Vom Osten drängen sie, von den Seiten greifen sie an, ja, und gerade durch ist es auch nicht frei. Der General hat inzwischen Befehle für die linke Kampfgruppe der Division gegeben. Die Kraftfahrzeuge müssen 1 Kilometer geschoben werden, damit der Feind unseren Lärm nicht bemerkt. Geräuschlos geht die Truppe aus den Stellungen. Sicherungen sollen bis morgen früh da bleiben und dann mit dem Sprengkommando der Eisenbahnpioniere zurückgehen. 20 Uhr geht es los. Merken Sie sich diese Zeit, 20 Uhr. Auf dem Bahndamm marschieren wir durch den schweigenden Winterwald nach Westen. Reihenfolge: Grenadierregiment 32, zwei leichte Infanteriegeschütze, 13. Kompanie, Grenadierregiment 31, Divisionsstab, Pionierbataillon, Nachtschub. Uns ist fröhlich zumute. Die paar Russen im Rücken werden wir schon werfen. Was machen die da, die nassen Stiefel aus? Morgen werden wir wieder in einer Front kämpfen, mag sie auch noch so dünn sein. Versorgt mit ausreichend Munition und allem anderen. Der Weg dehnt sich länger, als wir gedacht haben. Es marschiert sich schwer in dem Schnee. Erst am 31.01. um 3.30 Uhr, das sind also 7,5 Stunden, erreichen wir den Eisenbahnstützpunkt Bahnkreuz nördlich der Baracken von Amanjewi. Vertratete Kampfstände, eine alte Scheune. Hier wollen wir bis morgen bleiben. Das Absetzen hat geklappt. Nur haben die Eisenpioniere leider gleich danach mit Sprengen begonnen. Dadurch erkannte der Feind unser Vorhaben, stieß vor und zwang die Nachhut zum Zurückgehen. Wir machen in einem Herd ein Feuer. Ich ziehe die nassen Stiefel aus, esse und schlafe ein wenig. Draußen um unseren Igel fallen ab und zu einige Schüsse. Partisanen wohl. Frühzeitig drängt der General auf Weitermarsch. Der Feind folgt von Osten. Das 3. Bataillon, Grenadierregiment 32, hat Feindberührung. Das Pionierbataillon 24 unter Hauptmann Schille wird angesetzt, um den Weg nach Westen freizukämpfen. Der Hauptmann Schille, das muss man noch sagen, das war ein wahrer Eisenfresser. Er war Ritterkreuzträger, weil er in einer entscheidenden Stellung einen Hügel der Russen genommen hatte, der die ganze Front beherrschte. Und da hatte er beim Kommandeur Leute angefordert für diesen Stoßtrupp. Und dann hat er zu denen gesagt, also passt mal auf, ihr macht weiter nichts als Hurra, Hurra schreien, dass mir keiner schießt. Ihr schießt mich womöglich selber um. Ja. Nur schreien, Hurra. Und los ging's. Und die haben den Hügel genommen. Ja, weiter. Also der Schille wird eingesetzt, um den Weg nach Westen freizukämpfen. Wir machen uns fertig. Schille stößt bald auf den Feind. Die Russen sind überrascht. Schille greift sofort an. Ein leichtes Infanteriegeschütz unterstützt ihn. Der Angriff geht gut vorwärts. Schille meldet, die Division täte gut, dicht aufzuschließen, da der Feind recht stark sei. Wir steigen in die Fahrzeuge und fahren Schille nach. Links kommt eine große Lichtung. Dort vorne sehen wir die Pioniere kämpfen.
Wir erhalten Feuer von vorn, von links, das uns zwingt, auszusteigen und in Deckung zu gehen. Schelle meldet, nicht folgen, Gegner greift von links an. Die Fahrer springen einzeln von ihren Wagen in ihre Wagen und stoßen 200 Meter zurück in den schützenden Wald. Das gelingt ohne Ausfälle. Auch der Divisionsstab geht etwas zurück. Beim Gehen durch den Wald sinkt man bei jedem Schritt durch den tiefen Schnee tief in den Sumpf ein. 100 Meter genügen, um einen völlig fertig zu machen. Schille meldet, Feind greift stark meine linke Flanke ein, Munition geht aus. Eine Kompanie wird rechts der Bahn Schille zugeführt. Verwundete kommen. Ich sammle sie im Wald. Grenadierregiment 32 meldet, Feind drückt stark vom Osten, also von hinten. Der Oberleutnant der Eisenbahnpioniere wird bei Schille verwundet. Kurz danach Oberleutnant Lux von der Nachrichtenabteilung gefallen. Oberarzt Dr. Althoch vom Pionierbataillon gefallen. Die Pioniere gehen zurück. Die zugeführte Kompanie ist nicht mehr zum Eingreifen gekommen. Es kommen mehr Verwundete. Ich verbinde mit Assistenzarzt Dr. Wellner. Dort kommen die Pioniere zurück. Allein aufrecht auf der Straße kommt im Schritt Hauptmann Schille. Die Russen schießen heftig auf ihn. Schille ist wütend. Die Munition war zu Ende. Wir haben schwere Verluste. Was nun? Der General hat schon, als er das russische Feuer von links bemerkte, einen Trampelpfad weit links durch den Wald ausholend anlegen lassen und eine Kompanie dorthin umgelenkt. Jetzt gilt es. Trotz des Feinddrucks von Osten zieht der General das zweite Bataillon Grenadierregiment 32 dort heraus. Es ist das letzte verfügbare Bataillon und ein gutes Bataillon. Es wird links ausholend angesetzt. Von ihm hängt nun alles ab. Ich erhalte Befehl, den verwundeten Abtransport mit Schlitten zu organisieren. Der General sagt zu mir, wir müssen durch den Wald. Ich teile ein, wir haben viele Verwundete. Was einigermaßen gehen kann, muss laufen. Da ruft mich der General wieder. Doktor, wir können durch den Wald keine Schlitten mitnehmen. Wir kriegen wahrscheinlich kein Fahrzeug durch und müssen alles sprengen. Organisieren Sie den Abtransport der Verwundeten durch Träger. Können Sie sich die Situation richtig vorstellen? Der Bahndamm ist erhöht. Ringsum ist Sumpf- und Waldgebiet. Ja? Und der Wald ist wie Urwald, da liegt alles kreuz und quer, nicht wie bei uns, schön geordnet die Bäume und dazwischen Lücken für den Harvester. Organisieren Sie den Abtransport der Verwundeten durch Träger. Alle Kraftfahrer und Leute der Nachrichtenabteilung stehen Ihnen zur Verfügung. Sie müssen sich aber sehr beeilen. Also los. Ich habe im Ganzen 3 Akyas aufgetrieben. Feldtragen sind nicht vorhanden, ich brauche Äxte. Bei den Kraftwagen finde ich 2 Beile. Mit einem Pionier schlage ich schwache Bäume. Decken aus dem Kfz, Behelfstragen werden gebaut. 2 Stangen längs auf die Decke gelegt, beide Seiten drüber geschlagen, den Verwundeten darauf, 4 Träger heran und fort. Leute, beeilt euch, dass ihr mitkommt. Vor die Akyas spanne ich je ein Pferd. Die marschfähigen Verwundeten sind schon losgegangen oder gehumpelt. Bald sind alle Verwundeten unterwegs. Assistenzarzt Dr. Wellner teile ich als Schlussmann der Trägerkolonne ein. Ich gehe in der Mitte. 2 leere Behelfstragen mit 8 Mann folgen mir. Der Weg durch den Wald ist über Erwarten schwierig. Umgefallene Bäume versperren den Weg. Die Akyas müssen drüber gehoben werden. Oft kommen sie schwer nur durch. Bäume bedingen der Winkel des Pfades. Fast noch schwerer haben es die Träger. Der Transportpfad ist so schmal, dass 2 Träger nebeneinander nicht richtig Platz hätten. Sowjetflieger brummen über uns. Immer wieder stockt die Kolonne. Die Akyas erleiden Beschädigungen, die Verwundeten stöhnen. Ich laufe von einem zum anderen. Nur vorwärts, vorwärts. Wir kommen an eine Waldschneise, die zum Feind führt. Ich schreie, Feindeinsicht!
einzeln drüber. Aber schon läuft alles auf der Schneise auf. Ein Akja ist am jenseitigen Waldrand festgefahren. Ich springe hin, aber schon hat der Feind uns erkannt. Krach, krach, krach. Granatwerfer-Einschläge, dicht rechts und links neben uns. Schnee stiebt, Pulverstampf, Äste fallen. Der tiefe Schnee und der Sumpf sind unser Glück. Keiner wird verletzt. Mit aller Kraft reißen wir die Akjas über die Bäumchen. Ja, jetzt ist er flott, weiter. Assistenzarzt Wellner kommt, die Träger können nicht mehr. Trägerwechsel, nur vorwärts, es muss gehen. Der vorderste Akja bricht auseinander. Eine Zeltbahn wird um ihn geschnürt. Das 3. Bataillon Grenadierregiment 32 überholt uns. Nur ich weiß, was das bedeutet. Hinter uns kommt nichts mehr, nur der Russe. Die Träger keuchen. Leute, nur vorwärts, sonst hascht euch der Russe. Vor uns ist heftiger Gefechtslärm zu hören. Hinter uns, hurra! Wir kommen an eine Blöße. Sumpf, brackiges Wasser steht auf der Fläche. Bis an die Knie geht es uns. Motorengebrumm, Flieger. Ein deutscher Jäger fliegt tief über die Wipfel. Ich schwenke die Mütze. Jenseits steht ein Einweiser für uns. Rechts geht es nach der Bahn. Bald sehe ich einen Bahndamm. Assistenzarzt Dr. Haude steht da. Das 3. Bataillon 32 greift hier den linken Bahndamm an. Die Verwundeten sollen auf dem rechten Bahndamm vorgehen. Dort ist das 2. Bataillon 32 durchgestoßen. Zwischen beiden parallel laufenden Bahndämmen liegen 200 Meter. Oh weh. Der Schnee geht uns bis zum Bauch. Die Träger kommen da nicht durch. Ich muss ein Akja fallen lassen. Dann geht es vorwärts, aber langsam. Schritt für Schritt. Endlich ist der rechte, nördliche Bahndamm erreicht. Ich warte auf die beiden letzten Verwundeten. Halb rechts ist MG und Gewehrfeuer zu hören. Ein paar Leute halte ich noch an, sie sollen tragen helfen. Ein Feldwebel der Luftwaffe mit einem Oberschenkelschuss steht da. Ich sage, sie müssen das letzte Stück laufen. Ich kann nicht. Er sagt, ich kann nicht, ich will auch nicht mehr. Ich schreie ihn an. In kurzer Zeit sind die Russen da und die knallen sie ab. Ist mir gleich, sagt er, ich mache Schluss. Ich schicke ihn weiter, aber er geht nicht. Ihm fehlt der Widerstandswille. Ringsum liegen zahlreiche tote Pioniere, aber noch weit mehr Russen. Viele der Pioniere haben einen Kopfschuss aus naher Entfernung und sind wohl verwundet den Russen in die Hände gefallen. Die gefallenen Russen zeigen, dass es sich um reguläre Truppen handelt. Auf dem Bahndamm brennt der Schwimmvolkswagen des der Pioniere. Ich nehme mir einen deutschen Karabiner, in dem noch 4 Schuss Munition sind. 2 Handgranaten habe ich noch von Mercedes-Stern, das war so ein taktischer Punkt. Die beiden letzten Verwundeten bringen wir mit viel Mühe auf den Bahndamm. Wir haben noch einen Akja dabei. Da legen wir sie hinein und spannen ein Pferd vor. Vor uns sehen wir die letzten eigenen Leute entschwinden. Nur drüben am linken Bahndamm und noch die 8. Kompanie der Grenadierdivision 32. Gerade wollen wir eins aufbrechen, da sehe ich noch einen der vermeintlich Gefallenen sich bewegen. Ein schwerer Bauchschuss. Er sagt, dort drüben, der mit dem Russenmantel zugedeckt ist, lebt auch noch. Ich rufe die Träger zurück. Wir lassen keinen Verwundeten liegen. Zum Glück finde ich noch einen Akja. In den laden wir die beiden und hängen ihn noch an unseren an. Nun aber schleunigst fort. Es schießt schon recht lebhaft über die Straße weg von rechts. An dem brennenden Schwimmwagen von Hauptmann Schille geht es vorbei. Etwa 50 Meter kommen wir vorwärts. Da plötzlich knattert es von halb rechts. Die Einschläge der MG-Gaben spritzen vor uns auf dem Bahndamm auf. Wir springen in Deckung. 2 MG und zahlreiche Gewehrschützen schießen aus nächster Entfernung auf uns. Der Pferdeführer
von den Akyas ist etwas vor uns. Er kann nicht gut von dem Damm, er kam nicht gut von dem Damm herunter. Als ob ihn das Feuer nichts angeht, geht er geradeaus weiter. Rechts und links knallt es um ihn, schließlich ein Schuss und wie weggewischt bricht er tot zusammen. Ehe das geschieht, rufe ich, versuchen hinter dem Damm noch vorbeizukommen. Wir brüllen laute Kommandos, um den Feind über unsere Schwäche zu täuschen. Wir sind etwa 18 Mann mit Assistenzarzt Dr. Wellner und mir. Wenn wir nur Munition hätten, wir springen vorwärts, da schiebt plötzlich rechts und links von mir der Schnee auf. Eine Umgabe von vorn. Der Feind ist vor uns schon diesseits des Bahndamms und schießt den flachen Graben entlang. Wir pressen uns in den Schnee. Das MG schießt. In einer Feuerpause springen wir hinter eine kleine Deckung. Jetzt ist es ernst. Da fallen von links her einige russische Karabinerschüsse, also auch auf dem linken Bahndamm schon Russen. Ich rufe einen Feldwebel, der am weitesten hinten liegt, zu. Laufen Sie schnell zurück und am linken Bahndamm. Dort muss die 8. Kompanie sein. Sie wird hier rechts des Bahndamms mit uns angreifen, damit wir die Verwundeten retten. Der Feldwebel saust los. 10 Meter ist er weg. Ich sehe zu ihm zurück. Da, 300 Meter hinter uns bei den gesprengten Fahrzeugen der Division. Alles schwarz von Russen. Viele Hunderte. Eine dichte Kolonne. Noch haben sie uns nicht erkannt, aber ein Angriff ist nun sinnlos. Damit sind unsere 4 Verwundeten verloren. Wir müssen sie im Stich lassen, falls sie noch nach dem Feuer noch leben. Die Gedanken arbeiten blitzschnell. Wohin? Ringsum ist der Feind. Es gibt nur eine schwache Möglichkeit. Hinüber, über den Bahndamm, und links in den rettenden Sumpfwald. Der Waldrand scheint nur schwach besetzt. Ich schreie. In Einzelsprüngen versuchen, den Wald links zu erreichen. 200 Meter offenes, tief verschneites Gelände. Das Schlimme ist, dass wir bei dem Feuer von 3 Seiten gegen keinen der Gegner in Stellung gehen können, ohne von den anderen abgeschossen zu werden, wie die Hasen. Groß sind unsere Aussichten für wahr nicht. 50 Meter ist der Feind rechts und vor uns nur von uns ab. Keiner von den Lanzern wagt den Anfang über die freie Fläche zu machen. Da springe ich als Erster. Folgen! Mit hartem Knall fährt mir ein Schuss mit Leuchtspur durch die geschlossene rechte Achselhöhle, ohne mich zu verwunden. Ich sehe zufällig die Leuchtspur seitlich durchflitzen. Ich werfe mich hin. Hinter mir folgen die nächsten Leute. Wenn nur der Schnee nicht so hinderte. Bei jedem Schritt sinkt man ein bis an die Knie. Ich reiß mich wieder hoch und springe mit aller Kraft. Ich falle über eine Wurzel. Schüsse gehen über mich weg, wieder auf. Eine MG-Gabe schlägt rings um mich ein. Deckung. Keuchend geht der Atem. Es ist das reinste Kesseltreiben auf uns. Der Mann hinter mir schreit getroffen auf und bleibt liegen. Ich robbe jetzt mit aller Kraft. In der rechten Hand habe ich das Gewehr, in der linken noch immer den Wäschebeutel. Ich habe doch Schokolade, Ölsardinen und Speck drin, die für Brigitte, meine Mutter, und die Kinder aufgespart sind. Ich denke an Brigitte, wenn ich es nicht schaffe. Lautet die Nachricht vermisst, wie bei einer von Brigittes Freundinnen. Nur nicht vermisst bleiben. Mich packt eine wilde Wut, die ganze Kraft wird hergegeben. Ich springe, werfe mich hin, springe, robbe, vorwärts, nur vorwärts. Immer liegen die MB-Gaben und Gewehrschüsse dicht um mich, dass ich nicht getroffen werde. Ein paar Mal reißt es am Mantel und an der Kartentasche. Von den anderen sehe ich nichts. Wissen Sie denn nicht, dass wir jetzt um unser Leben laufen? Meine Lungen gehen wie Blasebälge, der tiefe Schnee. In meinem Leben bin ich nicht so gelaufen. Immer wieder die Beine durch den Schnee gerissen. Mir ist, als sehe ich Brigitte vor mir. Nicht vermisst bleiben.
Da ist der Bahndamm, dahinter der rettende Wald, ein paar Sprünge noch. Dann liege ich keuchend im Graben vor dem Bahndamm. Etwas Atem holen, nein, weiter. Wo jetzt über den Damm springen, dass man nicht drüben dem Russen vor die Füße springt. Ich krieche noch etwas nach rechts. Der Damm ist hoch und steil. Der Wäschebeutel hindert beim Hinaufspringen. Ich will versuchen, ohne ihn über den Damm zu werfen. Es gelingt aber nicht. Gleich oben auf der Dammkrone bleibt er liegen. Vielleicht komme ich im Sprung, kann ich ihn im Sprung schnappen. Ich ziehe das Knie an. Los, hinauf! Im Augenblick, wo ich oben bin, erhalte ich einen Schlag wie mit einem Knüppel gegen die rechte Bauchseite. Ich falle, rapple mich auf und rolle mich drüben den Damm hinab. Mag die Tasche liegen bleiben. Unten raffe ich mich auf. Es geht, kein Bauchschuss. Ich renne in den Wald hinein. Jetzt haben mich seitlich einige Russen am Waldrand bemerkt. Sie schießen nach mir. Die Schüsse klatschen gegen die Baumstämme. Ich renne. Hier im Wald ist der Schnee nicht so tief. 100 Meter und ich bin allein. Stoßweise, laut röhrend, fauchend geht mein Atem. Fast möchte ich jauchzen. Ich laufe weiter, etwas Südost. Nie bin ich dem russischen Sumpfwald so zugetan wie jetzt gewesen. Wenn ich nur von den anderen etwas sehen würde. Aber durch die Russen am Waldrand war es unmöglich. Froh stelle ich fest, dass meine Verwundung mich nicht behindert. Der Mantel ist ziemlich zerfetzt. Allmählich im Laufen geht der Atmen ruhiger. Ich bin hellwach, mit allen Sinnen, wie ein Raubtier im Walde. Und wenn ich tagelang im Wald bleibe, jetzt soll mich kein Russe mehr fangen. Und wehe dem, der mir entgegenkommt. Ich zähle im Geist 2 Handgranaten, 4 Schuss, 16 in der Pistole. Ich bin bisher im Zickzack gegangen, oft russischen Spuren folgend, um meine Spur im Schnee zu verwischen. Jetzt wende ich mich nach Westen zu. Ich will die Waldblöße umgehen. Als ich mich dem Waldrand nähere, sehe ich im hellen Feuerschein am Himmel, das kann Sarosnyje sein. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn Dörfer brennen, so sind sie von den eigenen Truppen schon verlassen. Die Karte habe ich noch gut im Kopf. Eine Bahnlinie geht nach Südwesten und führt nach Divenskaja, also dorthin. Ich bin an einem breiten, ausgedehnten Trampelpfad gekommen. Hier liegt eine Doppelleitung, russisches Fernsprechkabel. Der Pfad führt in meine Richtung. Ich verlasse ihn aber bald aus Vorsicht. Kommt mir jemand entgegen, so ist es vielleicht zu spät, sich noch zu verbergen. Lieber stapfe ich 30 Meter seitlich durch den Schnee. Was ist das dort, hinter der dicken Fichte? Da steht doch jemand. Er muss mit dem Rücken zudrehen. Bräunlicher Mantel, russischer Posten, Entfernung 30 Meter. Vorbeischleichen ist zu gefährlich. Lieber drauf, er muss fallen. Lautlos schleiche ich näher. Es wird schon dämmerig. Jetzt bin ich hinter der dichten Fichte. Ich springe rasch um den Baum und bringe das Gewehr vor. Da muss ich lachen. Es ist gar kein Russe, sondern der Stumpf eines großen, abgebrochenen Baums. So nahm einen die Sinne. Weiter. Jetzt höre ich aber eilige Schritte hinter mir. Ich stelle mich hinter eine dicke Fichte und beobachte. 2 Leute kommen in meiner Marschrichtung, eilig den russischen Trampelpfad entlang. Sie sehen weder rechts noch links. Jetzt sind sie auf meiner Höhe. Sind es Russen? Sie haben deutsche Stahlhelme. Ich rufe, Kameraden! Erschrocken halten sie an. Es ist einer von meinen Leuten und ein Verwundeter, wohl von der 32. Ich frage nach den anderen, er weiß auch nichts. Sie seien nicht mehr gekommen. Folgen. Wir halten uns nach Südwesten auf die Bahnlinie Divenskaja. Zu dritt geht es weiter. Die Lichtung ist im Gang. Wir halten uns nach Westen und erreichen durch Gestrüpp und Sumpf den Bahndamm nach Divenskaja. Unten kommen wir nicht vorwärts, also hinauf. Ich sehe im Norden eine Reihe Gestalten, sicher Russen. Sie sind aber ein beträchtliches Stück entfernt. Ich sage, los,
ganz frech laufen. Vor uns steht ein Pferd mit zerschossener Vorderhand, quer auf dem Damm. Rasch hinter das Pferd, dann sind wir gegen Sicht gedeckt. Erst nach einer Weile schießen die Russen auf uns mit Gewehr und MG. Bei der großen Entfernung und der beginnenden Dunkelheit laufen wir aber unbekümmert rasch weiter. Vor uns im Südwesten weit schießt ein MG mit Leuchtspur schräg in den Himmel. Dann kommt der Schall. MG 42, Deutsche. Nun laufen wir wie die Bürstenbinder. Dem Verwundeten ist es zu schnell, doch ich treibe. Los, los, bald haben wir es geschafft. Es wird finster. Plötzlich schallt von links, halt, wer da? Mehrere Gestalten springen aus dem Gebüsch. Es ist Hauptmann Grube mit einigen Nachrichtenleuten. Wo müssen wir denn hin? Ich sage, folgen Sie nur. Wieder schießt das MG 42. Ich nehme die Taschenlampe und gebe Blinkzeichen. Nach einiger Zeit und Marsch erkenne ich einen Doppelposten. Er ruft, halt, wer da? Kennwort. Kameraden, Parole Heimat. Das Kennwort wissen wir nicht. Es sind vorgeschobene Sicherungen der 212. Infanteriedivision. Wir haben es geschafft. Unsere Freude ist riesengroß. Sie erzählen, unsere Division käme bei Starosnaja heraus. Im Sumpf nach Südwesten ständen keine Sicherungen. Also gehen wir lieber den längeren, sicheren Weg über Starosnaja. Ein Melder führt uns. Es geht entlang der Sicherungen. Nach 1,5 Kilometer sind wir dort. Von einem Leutnant der 212. Infanteriedivision höre ich, Ihr General ist vor 10 Minuten weg. 3 2-Zentimeter Flak auf Selbstfahrlafette stehen da. Berge von Kartuschen neben ihm. Das brennende Dorf beleuchtet zahlreiche tote Russen im Vorfeld. Während Hauptmann Gruber die Leute nachführt, suche ich den General einzuholen. Nach scharfem Marschieren hole ich eine Gruppe ein. Ist General Wessock hier? Ja, wer ist denn da? Oberstabsarzt Erler. Freudiges Händeschütteln. Der General sagt, Ihr sprichwörtliches Dusel hat Sie wieder einmal nicht im Stich gelassen. Ich erfahre, dass man mich schon aufgegeben hatte. Ja, ich kann hier Schluss machen. Aber ich habe noch 2 Dinge. Ein Feldpostbrief vom 1. Februar vom Freund meines Vaters, damaligen Oberleutnant Schüller, der später als Professor an der Humboldt-Universität mir einen Studienplatz besorgte, obwohl er nicht Mediziner war. Sehr verehrte Frau Erler, Sie werden lange nichts von Ihrem Mann gehört haben. Heute weiß ich nun gewiss, dass er aus der Gefahrenzone heraus ist und wohlbehalten. Ich werde ihn wahrscheinlich schon morgen wiedersehen. Mit besten Grüßen, Heil und Sieg, Ihr Dr. Schüller. Haben Sie den Schnaps aus irgendwoher gut erhalten, schreibt er noch als Nachschrift. 1944. Ja, und dann kommt ein Brief von meinem Vater. Sehen Sie mal, der Brief, das Kuvert ist geklebt. Sie können es sicher auch aus der Ferne sehen, das Briefpapier ist durchschossen. Die MG-Gabel, die mein Vater traf, hat die Kartentasche getroffen. Daher die Papiere, und die waren kostbar im Krieg, nicht wahr? Zerfetzt und ist dann, sagen wir mal, hier eingedrungen in die vordere Bauchgegend auf der Faszie. Entlang ist die abgeschwächte Kugel hinten wieder ausgetreten, sodass also die Kugel selbst nicht in den Peritonealraum, also in den inneren Bauchraum kam, sondern auf der Muskelfaszie abrutschte. Ich würde gerne noch diesen Brief vorlesen. Ich will sagen, nach der Pause, sonst ist es zu lange. Gut.
Ja, ja. Natürlich in der Zeitung. Wir machen jetzt die Kaffeepause und danach kann er doch kann ich das noch mal nochmal praktisch das verlesen. So, recht herzlichen Dank. Vor allem dann, ich meine, dein Vater. Noch zum Vergleich. Das, was ich vorgetragen habe, war das Kriegstagebuch meines Vaters. Dann war der Brief des Kriegskameraden an meine Mutter, der ihr mitteilen sollte, dass er noch lebt. Und jetzt kommt der Brief meines Vaters an meine Mutter. Und es ist immer ganz nett zu sehen. Ich habe die ganze Feldpost, die mein Vater im Laufe des Krieges an meine Mutter geschrieben hat. Er macht das da immer sehr, wie soll man sagen, diplomatisch oder sehr fürsorglich. Also er lässt sie nicht den ganzen Schrecken des Krieges da erleben und spielt das immer ein bisschen runter. Und ich denke, das ist doch für den Zuhörer ganz interessant. Liebe Brigitte, schreibt am 1.2.44, also einen Tag nachdem er da durchgebrochen war. Heute kriegst du nun mit, seit Tagen das erste Lebenszeichen wieder von mir. Ich bin bei der Quartierabteilung eingetroffen und komme eben von Schüller. Schüller ist der, der den Brief geschrieben hat, dass er noch lebt, der hier in vorläufiger Verwendung eine vorläufige Verwendung gefunden hatte. Er war vor dem Bataillonskommandeur. Er sagte mir, dass er an dich geschrieben habe, dass es mir gut geht. Hoffentlich erschrickst du über seinen Brief nicht. Wir haben jetzt wieder bewegte Tage gehabt. Besonders ich habe allen Grund, dem lieben Gott dankbar zu sein. Kleinigkeiten kann man da leicht verschmerzen. Allerdings ärgert es mich schon, dass die Russen so viel Schönes, was ich für euch aufgespart hatte, geschnappt haben. 4 Tafeln Vollmilchschokolade, 3 Dosen Ösardin, 100 Zigaretten. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Raucherin. 2 große Stücke Speck und noch anderes. Es war die Kampfzulage. Ich habe alles versucht, meine Tasche mit diesen Sachen mitzubringen, aber schließlich war es unmöglich. Aber nun auch der Reihe nach. Nach der Einschließung am Mercedes-Stern, den hatte ich ja erwähnt in der Vorlesung, dachten wir noch nicht, dass uns etwas Ähnliches wieder blühen würde. Dazu noch so bald. Den Stützpunkt im Süpfwald hatten wir länger zu halten, als wir dachten. Die Russen rückten durch den Wald hinter uns ein und schließlich waren wir eingeschlossen. Das zeigte sich erst klar, als wir wegen Mangel an Munition zurück mussten. Als Weg war nur die Eisenbahn da. Sie wurde durch wenigstens ein Regiment einer russischen Schützendivision uns verlegt. Andere stärkere Kräfte drängten uns nach. In 2 Gruppen kämpfte sich die Division auf 2 verschiedenen Wegen zurück. Der Stab war bei der nördlichen Gruppe mit meinem Regiment von Belgien her, also wo er damals Regimentsarzt war. Und als die Division, der erste Durchbruchsangriff der Pioniere, blieb wegen der Stärke des Feindes und weil die Munition ausging, stecken. Da wurde das 2. Bataillon, das jetzt eben im heutigen Wehrmachtsbericht genannt wird, das war ja eine besondere Auszeichnung immer, wenn eine Einheit oder ein Soldat dort genannt wurde. Ja, also das 2. Bataillon wurde dann angesetzt. Mit lautem Hurra, mehr als Munition, warf es die Russen und erzwang den Durchbruch. Dicht aufgeschlossen folgte die Gruppe und war durch. Ich hatte den Abtransport der Verwundeten, die wir natürlich mitnehmen, zu leiden, also den Abtransport zu leiden. Da wir durch den Wald ohne Fahrzeuge mussten, kam ich langsamer voran. Etwa 80 Verwundete kamen gut zurück, aber bei den letzten 5 Schwerverwundeten waren plötzlich die Russen um uns. So leid es mir tat, musste ich doch den Befehl geben, die Verwundeten liegen
und sich liegen zu lassen und sich durchzuschlagen. Wir waren etwa 16 Mann dabei, noch ein Assistenzarzt. Von allen Seiten wurde auf uns geschossen. Wir sprangen um unser Leben. Ich wurde leicht verwundet, bekam ein paar Schüsse durch die Kleidung und einen Hautdurchschuss an der rechten Hüfte. Klammer auf, harmlos, Ausrufezeichen, Klammer zu. Konnte aber den Waldrand an den Russen vorbei erreichen und darin verschwinden. Vorsichtig pirschte ich mich ein ganzes Stück geradeaus weiter. Den Russen waren wegen mir, das Rennen war wegen des tiefen Schnees sehr schwierig gewesen. Im Wald traf ich noch einige, nach einiger Zeit noch zwei Leute von meiner Gruppe. Mit ihnen schlug ich mich in einem großen Bogen und ging dann auf der Südbahn nach Süden. Heilfroh war ich, als bei Einbruch der Dunkelheit ein deutsches MG schießen hörte. Ich gab Blinkzeichen mit der Taschenlampe und war bald bei den Vorposten der Nachbardivision. Eine Stunde später war ich beim General, der sich schon Sorgen um mich gemacht hatte. Große Freude und Begrüßung. Es war schon eine etwas kitzliche Sache, wie man sie oft liest, aber kaum daran denkt, dass man selbst mal so etwas erleben könnte. Noch dazu als stellvertretender Divisionsarzt. Sowas ist schon auch eine ausgesprochene Seltenheit und ich gedenke nicht dergleichen weiter zu erleben. Weiter oder wieder zu erleben. Wenn man durch ist, hat man ja eine diebische Freude. Ich habe diesmal überlegt, ob ich dir das alles schreiben sollte, aber du sollst doch ungeschminkt wissen, wie es war, damit du Vertrauen hast, dass wirklich nichts los ist, wenn ich das schreibe und dass ich schon schreibe, wenn etwas los ist. Ich habe gerade während des Rennens sehr an dich gedacht und immer gedacht, du musst durchkommen und es ging auch. Wenn nötig, wäre ich ruhig tagelang im Sumpf geblieben. Du darfst aber auch wissen, dass ich mich nicht leichtsinnig in Gefahr begeben und mein sprichwörtliches Glück auf die Probe stellen werde. Für die Verwundeten war ich schon verpflichtet, alles zu versuchen. Jetzt bin ich wieder bei der Quartierabteilung, weit im Hinterland, und ich glaube, dass diese Form von Wildwestkrieg nun infolge der einsetzenden planmäßigen Maßnahmen zu Ende sein wird. Eben wurde das Bataillon, das uns den Weg freikämpfte, im Wehrmachtsbericht genannt. Die Russen haben sehr hohe Verluste bei dieser Sache gehabt. Wehrmachtsbericht ist der Regimentsnummer ein Irrtum unterlaufen. Lieber Munko, das war der Kosename für meine Mutter, meine brave Soldatenfrau, freu dich mit mir, dass die Sache so gut abgelaufen ist. Ins Lazarett brauche ich nicht, aber ich werde dem General den Verzicht auf den Erholungsurlaub unter die Nase reiben. Schicke mir doch bitte Briefpapier, damit ich dir nicht länger auf dem Durchlöcherten zu schreiben brauche. Jetzt habe ich kein anderes. Ich habe dich von Herzen lieb, mein Munko. Grüße die Kinder. Und sei tausendmal gegrüßt von deinem, dreimal unterstrichen, Christian. Ja, das war der Brief von meinem Vater. Ich weiß nicht, wer ähnliche Schicksale kennt. Es gibt in Rosenheim das sogenannte Archiv der ehemaligen Deutschen Wochenzeitung, wo derlei gesammelt wird. Auch zum Teil mal gedacht ist, dass man das veröffentlichen kann. Es ist ja bekannt, dass die Geschichten gewisser Überlebender eine Art Inflation erfahren, in x Auflagen. Nicht nur das Tagebuch der Anne Frank war wieder Jubiläum der Zeitung. Und dass man hier also das Konter gerät. Die erste Schilderung war das Tagebuch. Die zweite Schilderung war der Brief an meine Mutter. Und ich möchte ganz zum Schluss, das sind bloß ein paar Zeilen. Guten Ordnung. Die
Notiz in der Zeitung lesen. Und zwar ist die vom 29. September 1944 aus dem Annaberger Tageblatt. Das ist so die Kreiszeitung. Überschrift: Ein vorbildlicher Truppenarzt. Das Deutsche Kreuz in Gold für Oberstabsarzt Dr. Erler. Oberstabsarzt der Reserve Dr. Christian Erler aus Annaberg, geboren in Wirmsdorf bei Oschatz in Sachsen, wurde, wie bereits kurz berichtet haben, als Divisionsarzt das Deutsche Kreuz in Gold verliehen. Der vorbildliche Sanitätsoffizier wurde bereits zu Beginn des Ostfeldzugs mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Außerdem trägt er neben anderen zahlreichen Auszeichnungen das silberne Verwundetenabzeichen. Er hat sich im Verlauf der schweren Kämpfe, besonders bei Sewastopol und später im Norden der Ostfront, am Ladogassee durch außerordentliche Tapferkeit und Einsatzfreude immer wieder von Neuem ausgezeichnet. Bei der Betreuung der Verwundeten in vorderster Linie und bei der Verteidigung seines Verbandplatzes hat er stets eine ungewöhnliche Kaltblütigkeit bewiesen und damit zahlreiche verwundete deutsche Soldaten davor bewahrt, in die Hände des Feindes zu fallen. So hatte er, als eine Kampfgruppe im Januar des Jahres abgeschnitten war und im schweren Kampf nach Westen durchbrach, den Abtransport der Verwundeten übernommen. Es gelang ihm, 90 Verwundete durchzubringen, dann blieb er selbst mit einigen Krankenträgern bei den Schwerverwundeten zurück und fasste selbst mit an, um auch diese nach hinten zu schaffen. Plötzlich tauchten vor den Trägertrupps 30 bis 50 Sowjets auf, die sofort auf die Verwundeten schossen. Nun übernahm Oberstabsarzt Dr. Erler den Feuerschutz, um den Abtransport der Verwundeten sicherzustellen. Dabei wurde er durch einen Bauchwandschuss schwer verwundet. Seine Winterbekleidung war durch andere Schüsse direkt zerfetzt. Der tapfere Oberstabsarzt schleppte sich, nachdem die Verwundeten geborgen waren, weiter und erreichte schließlich im Laufe der Nacht die Sicherung seiner Division wieder. In Anerkennung seines verantwortungsbewussten und tapferen Einsatzes wurde ihm vom Führer die hohe Auszeichnung verliehen, zu dem wir ihn aufrichtig beglückwünschen. Also Annaberg im Erzgebirge, die Stadt des Adam Riese. Ganz recht. Wer aufmerksam zugehört hat, der wird auch die kleinen Zahlendifferenzen und Sachbestandsdifferenzen wahrgenommen haben. Das war eben mit der Zeitung nicht anders damals wie heute. Ja. Nochmal Wolf, recht herzlichen Dank. Ja, eins wollte ich noch sagen. Diese Notiz in der Zeitung war Anlass, als mein Vater 1948 aus der Gefangenschaft heimkehrte zu Weihnachten, dass ihm ein Kreisarzt, der sich in seine Praxis gesetzt hatte, erklärte: Herr Kollege Erler, es tut mir sehr leid, aber Sie werden einsehen, dass es unmöglich ist, Sie als Militaristen und Faschisten und hochdekorierten Offizier der faschistischen Wehrmacht hier in Annaberg wieder praktizieren zu lassen. Und mein Vater wurde sozusagen strafversetzt in das 10 Kilometer weiter gelegene Scheibenberg in Richtung Schwarzenberg. Ja. Dort hatte man den ansässigen Arzt, der Mitglied der SS war, verhaftet. Das heißt, die Einwohnerschaft hielt treu zu ihm, aber ein Lump, den er mal nicht krankgeschrieben hat, ist so lange zu den Russen gelaufen, bis die ihn abgeholt haben. 1955 kam der Dr. Kriebsch, also dieser verhaftete Arzt, aus Russland wieder, nachdem Adenauer die letzten Gefangenen geholt hatte, ja, und starb bald bei seiner Familie in Leipzig. Und wir zogen jetzt in das Haus, wo der Mann gerade raus verhaftet war. Können Sie sich die Stimmung vorstellen? Wir galten als die von den Roten Einquartierten.